Und ja, meine sehr geehrten Freunde, was geht? Wir sind zurück bei Minenwerk Gesellschaft auf der Switch. Und für alle, die Almanisch nicht können, wir sind zurück bei Minecraft Community auf der Switch. Und ich bin mir sicher, ich habe hier eben eine Hexe gesehen, Alter. Ich will nicht lügen oder so, was nicht geschehen ist, was nicht passiert ist, aber hier irgendwo kreist eine Hexe umher. Und ich habe natürlich direkt mitgehofft, dass sie mir dabei helfen können, diese Hexe loszuwerden, weil ich mir sicher bin, alleine kannst du das komplett vergessen. Was gibt's denn? Was, Ich hab doch gesagt, die ist hier! Hauptsache die Schenkungskicks, weg mit der alten Schabracke. Ich hab doch gesagt, die ist hier irgendwo. Naja, das ist halt auch nicht unser Hauptgewinn, den wir fangen wollten, ne? Eigentlich... Oh. Diese... Oh! Oh! Stute. Stute. Wir wollten eigentlich gucken, dass wir heute die Endermänner-Kicks weiterleben lassen. Und uns so langsam die Menge besorgen, bei der wir das Endportal öffnen können. 12 Stück. Wir haben mittlerweile 2 Stück. Also eigentlich 3. Und naja. Das, was ich hier halt eben die ganze Zeit mache, ist, wovon ihr... im Hintergrund nichts mitkriegt. Naja, jedes Mal, wenn es regnet, darf ich halt auf Tag... natürlich auf Nacht stellen. Jedes Mal, wenn es regnet, es soll natürlich klares Wetter sein, damit der Enderman kommt. Ist ja ganz klar. Ne? Deswegen klares Wetter, sonst kommt der Enderman nicht. So. Beziehungsweise die Enderman. Aber ich habe halt, obwohl ich den Raum auf schwer gestellt habe, ich habe die Schwierigkeit umgeswitcht auf schwierig so. Es tauchen zwar mehr Zombies, mehr Creeper und mehr von allem auf. Ihr habt es ja gerade eben gesehen. Und mehr Hexen. Weißt du, wenn sogar mehr Hexen spawnen als Endermänner, dann sollte man sich auf jeden Fall sehr, sehr Sorgen machen. Um seinen Minecraft-Spielstand, meine Freunde. Wir schauen auf jeden Fall weiter, dass wir hier einen Enderman finden. Ich schaue in der Zeit, dass ich irgendwem ein bisschen Essen klaue. Oder ich schaue, dass ich anders an Essen komme und mal gucken, vielleicht ist der erste Enderman in dieser räudigen Episode gleich schon am Start. Wir werden es sehen, Mann. So, nunmehr klauen wir natürlich vom guten alten Ehrenbruder namens, ich weiß es gar nicht mehr so genau, die Kohle, beziehungsweise hier das Weizen weg, die Kohle. Wer ist das? Vincent. Vincent hat ja hier sein Haus stehen gehabt und ich habe mir ein bisschen Weizen mitgenommen. Und, wenn du mir bitte behilflich sein könntest, Bruder, mir dieses Weizen auszuhändigen. Da kann ich uns ein paar Brote machen und so. 3 Stück kann ich bisher machen. Macht halt bisher auch nur mich satt. Aber ja, meine Freunde. Von irgendwas müssen wir erleben. Oh. Ich sehe, Arawo hat uns 2 weitere Brote geschenkt. Also er hat quasi aus dem Weizen, was wir abgebaut haben, nochmal 2... Brote gemacht. Ehrenmann. Vielen Dank, Arawoden. Aber wie gesagt, die Endermänner-Rate ist gerade sehr low. Das regt mich gerade ein bisschen auf, ehrlich gesagt. Ich habe mir eigentlich Besseres vorgestellt, so dass wir einfach in so eine schöne, weite Steppe laufen und reinlaufen und die Endermänner kommen halt zu uns und, machen Billy-Bounce-Tänze und lassen sich von uns klatschen automatisch. So, die gehen schon auf die Knie, die sneaken runter, weißt du, was ich meine? So, die sneaken und kommen so zu uns und sagen, hier, ihr wollt die reinsten und feinsten Enderaugen haben und Enderperlen? Bitteschön, schenken wir euch. Das gibt's gerade leider nicht, ne? Und das ist sehr schade. Aber ich bleibe auf der Spur. Ich werde sie finden. Ja, das sind die kompletten Schiffkicks auf Land, Alter. Wollt ihr mir nicht helfen, ein paar Enderperlen zu kriegen? Jungs, wollt ihr nicht? Ich dachte, wir gehen zusammen diese ganze Suche an. Aber wenn ich das so sehe, dann geht lieber Fische fangen. Besser ist das. Ich muss kurz mal unterbrechen, Kerle. Irgendwas scheint mit meinem Haus zu sein, ich weiß nicht was. Gerade stand im Minecraft-Chat irgendwas von wegen, Kais Haus, Und ich gucke mal an, was dahinter steckt, meine Brüder. Ich war eben auf der Suche nach Endermännern. Ich bin den ganzen Berg da hinten abgelaufen. Also der ganze Berg
da hinten und darüber hinaus, da, es ist so ein langläufiges Gebiet mit so vielen flachen Ebenen und ich habe keinen Enderman gefunden. Richtig, strange so. Was ist da mit meinem Haus? Hier ist ein Griefer im Raum. Ah ja. Habe ich dich irgendwie am Anfang der Folge ausgesprochen oder angesprochen so? Und jetzt ist jemand einfach so durchs Haus gelaufen und dachte sich, ja geil, ich griefe mal ein bisschen rum oder so. Mois. Das wird hier alles wieder sauber gemacht. Ist mir scheißegal, wer das gewesen ist. Wer weiß, wer das war. Schreibt mir eine PN. Der Typ wird sein Leben nicht mehr in den Griff kriegen. Die miese Sau. Das sieht aber wiederum, muss ich sagen, sehr nice aus. Ja, was soll ich sagen, ne? Hat halt jemand jetzt gegrieft, ist halt jetzt so, ne? Ich kümmere mich weiter um die Endermänner. Scheiß doch drauf, wer das gewesen ist. Also ich sag mal so, ne? Bitte nicht bebauen. Ah ja. Wenn ich rausfinde, wer das war, ne? Ich kann es mir schon irgendwo ein bisschen vorstellen, wer das gewesen ist. Anhand der Leute, die hier halt eben raus und reinkommen und... Naja, halt eben anhand der Leute bewerte, die halt regelmäßig hier sind, denen ich vertrauen kann. Die nicht so regelmäßig hier sind, denen ich nicht vertrauen kann. Das ist ein relativ leichtes Ausschlussverfahren. Es ist natürlich klischeebehaftet, ja. Aber ja, meine Freunde. Ja, man sieht trotzdem einige Ehrenbrüder hier am Start, die dann noch versuchen, die Lage hier zu sensibilisieren. Beziehungsweise halt ein bisschen, ne, Ruhe einkehren zu lassen. Ehrenmann. Meine Items scheinen zwar weg zu sein, ich guck mir das jetzt auch mal an. Jetzt gerade juckt mich wirklich in den Fingern, was mir da alles geklaut worden ist. Naja, ich sag mal so, ne. Da hat das Drecksschwein mir wenigstens noch die Enderperle drin gelassen und das ist mir das Wichtigste. Was soll ich sagen? Als ob mich der ganze Scheiß aus den Truhen hier interessiert. Hol ich das eben nochmal neu. Also von daher gesehen, meine Kerle. Immer bedeckt halten, Brüder. Ja. Und jetzt weitermachen. So. Haus ist wieder in Ordnung. Danke an die, die es wieder aufgebaut haben, Mann. Sehr ehrenhaft. Ich guck mal, wie es meinem Keller geht. Jetzt macht man sich natürlich schon so ein bisschen Sorgen, ne? Aber hier scheint alles in Ordnung zu sein. Alles klar. Ja, also ist halt nicht viel passiert, ne? Hat halt jemand nur kurz ein bisschen was hier abgerissen. Als ob das juckt. Ich habe hier halt eben, was heißt eben? Ich habe hier halt schon diverse Male Leute mit Feuerzeugen rumrennen sehen, aber ich denke mir so am Ende des Tages, als ob die dafür sorgen, dass meine Bebauungen hier in Flammen aufgehen. Ah ja, diese anderen Fortnite-Tänze. Da hatten nur die komplett die Kicks. Mit Redstone. Gönnt euch, Mann. Das ist, huch. Ich laufe hier gerade ein bisschen rum wie Falschgeld, ne? Ich guck mal ein bisschen die Gegend an, schau, was die Jungs so machen. Dabei sollte ich doch schon eigentlich längst auf der Suche sein nach einem Enderman. Und von daher gesehen... Ja, scheiß drauf. Ich weiß nicht. Soll ich das Ganze mit dem Enderman so... Ich sag mal... Soll ich das Ganze so ein bisschen wegschieben? So nach dem Motto... Keine Ahnung. Wenn halt mal ein Enderman... Wenn halt mal einer kommt, wird er mitgenommen. Das ehrige Schwein. Ja, kommen Sie ran. Ja, ich werde Sie jetzt klatschen. Ich krieg ihn nicht getroffen, Bruder. Ich krieg ihn nicht getroffen. Er möchte mich abziehen. Dankeschön. Habe ich ihn doch getroffen? Ich glaube nicht, dass der mit einem Schlag weggeht, aber egal. Vierte Enderperle jetzt. So, ich habe eben was im Chat gelesen. Etwas, was
eventuell den Täter, naja, herausstechen lassen hat in Bezug auf Sachen, die mir geklaut worden sind. Ja, wir konnten diesen räudigen Täter leider nicht überführen, aber ich denke mal, ich weiß trotzdem, wer das ist. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, wer gegrieft hat. Ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich weiß ganz genau, welche Person das war. Einfach aus dem Grunde, weil sehr viele Hinweise zugespielt worden sind bezüglich des Täters. Ja. Mir ist es jetzt erstmal egal so, wer das gewesen ist. Wenn ich es erfahre, also wenn ich wirklich erfahre, wer das zu 100% gewesen ist, der Typ wird aus allen möglichen Bereichen meines YouTube-Kanals entfernt, geblockt. Sei es jetzt Discord-Server oder Minecraft oder wie gesagt, mein YouTube-Kanal. Der wird in allen Richtungen und Himmelsrichtungen gebannt, weggebannt. Weil ich halt sowas nicht toleriere auf meinem Server hier. Ich meine, ich mache ja, ich edde ja schon nur die Ehrenbrüder, damit hier nichts passiert. Und es kann natürlich passieren, dass bei der Eddung der Leute mal einer durchrutscht, der halt eben kein ehrenhafter Zuschauer ist. Ja, und das wird dann für mich gehandelt wie so ein Block im Stream. Der wird gebannt und ist nach einer halben Stunde wieder aus meinem Leben verschwunden und vergessen. So muss das sein. Ja, also. Ich habe auch jetzt den Plan ein bisschen abgeändert bezüglich des ganzen Enderman-Themas. So, wir werden hier und da immer mal wieder rauszischen. Und ich werde immer mal wieder gucken, dass ich vielleicht einen Enderman sehe, werde ihn hinrichten und werde mir die Enderperlen schnappen, so. Okay? Aber jetzt für den Moment, so, das ist mir alles zu erzwungen, jetzt hier irgendwie einen Enderman zu suchen oder ein paar Enderman zu suchen, nur um auf Krampf auf die 12 zu kommen. Und ich weiß ja auch gar nicht, ob die anderen schon ein bisschen mehr gefarmt haben. Ich weiß ja nicht, ob die anderen schon eine Menge an Enderperlen parat haben. Keine Ahnung. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Von daher, wir sammeln ja eh als Gemeinschaft diese Enderperlen, um sie zu Augen zu machen, um sie zum Enderportal zu bringen und so. Das ist ja der Plan, ne? Hier wird nichts auf einen allein abgewälzt, hier wird alles zusammen gemacht. Okay. Also auch an die ganzen Mitglieder des Servers und so, ja? Solltet ihr irgendwo mal einen Enderman sehen, klatscht stehen, nimmt ihm das Enderauge weg oder die Enderperle und händigt mir die Enderperle aus. Okay. Wir sammeln die zusammen. Ich sammle sie ein. Und dann werde ich sie mit euch zusammen im großen Finale selbstredend zum Ender-Portal bringen. Ja. Ich glaube, ich rede auch heute mal ein bisschen über das Ende von Minecraft Community. Wir werden heute mal so ein bisschen darüber reden. Das bisschen Zeit haben wir jetzt hier noch. Wir werden heute mal so ein bisschen darüber reden, wann ich mir das Ende dieses Projektes hier vorstellen kann, beziehungsweise wann ich es mir ausgemalt habe. Ja. Der ersten Staffel natürlich. Ist klar. Ja. Wir haben natürlich vor das Ganze hier. Also ich habe es schon geplant. Ob ich es am Ende des Tages dann mache, ist die andere Frage. Ob ich das halt dann wirklich in so und so viele Staffeln mache. Irgendwann wird mir diese Welt hier auch bestimmt zum Hals raushängen, aber das Prinzip ist schon so, dass wir auf, naja, so viele Staffeln wie möglich kommen wollen. Dass wir diese Welt hier erstmal zu Ende spielen und dann gucken, dass wir mit dem nächsten Update in eine neue Welt gehen. Ich überlege hier und da mal mit diesem Gedanken, ob wir nicht lieber in dieser Welt bleiben sollen, aber wir haben doch dann quasi mit der zweiten Staffel diese Welt doch schon abgeschlossen. So. Wir haben doch schon den Enderdrachen besiegt. Warum wollen wir denn in der zweiten Staffel nochmal den Enderman klatschen? Wisst ihr, was ich meine? Das macht ja nicht so unfassbar viel Sinn. Deswegen überlege ich mir noch, wie das am Ende des Tages wird. Aber ich kann mir halt schon sehr gut vorstellen, wie das laufen wird. Nämlich, dass wir den Enderdrachen klatschen im großen Finale, was ja eh der Plan ist. Und dann schauen wir, dass mit dem nächsten Update dann langsam, also mit dem nächsten großen Update, ja, mit dem Neta-Update, dass dann Staffel 2 startet und so. Und damit die Überbrückungszeit, ich sag mal so,
Wir wollen ja auch nicht, dass das Ganze nahtlos übereinander geht. Wisst ihr, was ich meine? Wir wollen mit Minecraft Community immer gucken, dass wir das auf dem Kanal haben. Und dann ist es abgeschlossen. Und Staffel 2 startet mit, ich sag mal, einer humanen Staffelpause. Ja, mit einem humanen Staffelfinalen Pause. Ich denke, das ist doch die Herangehensweise, dass wir nicht irgendwie auf Krampf versuchen, dass, weiß ich nicht, diese Pausen zwischen den einzelnen neuen Staffeln so kurz wie möglich sind. Wisst ihr, was ich meine? Wir müssen natürlich schauen, wann jetzt im Endeffekt das Update kommt. So, wenn ich Pech habe, kommt es genau dann raus, wenn ich in Japan bin. Wenn ich Glück habe, ist der 1. April. So, ne? Und da müssen wir schauen. Da müssen wir schauen. Vielleicht sage ich mir aber auch, hey, und das überlege ich auch schon seit längerer Zeit, dass ich einfach sage, hey, ich starte die nächste Staffel von Minecraft Community erst später. Weil ich habe gesehen, sagen wir mal so, Community-Projekte sind nie für die Masse der Zuschauer. Das ist immer nur für die Community halt eben, ja. Für die Minecraft-Community. Auch wenn das halt, ne, es klingt halt doppelt gemoppelt, aber es ist halt wirklich so. Ja? Und ich sehe halt eben, das Interesse von Community ist halt nicht so groß. Und das ist auch kein Problem. Nur, ja, keine Ahnung, ich finde, durch diese Resonanz, die mir eben gezeigt worden ist, habe ich ein bisschen umgedacht. Ja, muss ich ganz ehrlich sein. Ich habe ein bisschen umgedacht, so, ob ich nicht statt einer neuen Staffel von Minecraft Community stattdessen ein, ja, nochmal eigenes Let's Play starte. Ja, in einer Welt, in der nur ich reingehen kann und reingehen werde. Einfach weil die Erfahrung gezeigt hat, hey, das kommt einfach besser an. Und ich sag mal so, ich habe eine bessere Laune, wenn es besser ankommt. Und das sorgt auch bei den Zuschauern dafür. Ja, wenn sie sehen, wenn sie merken, hey, der YouTuber, der das hier gerade zockt, hat Bock da drauf, dann haben wir da auch gleich automatisch viel mehr Bock drauf. So. Das soll nicht heißen, dass ich auf Community gar keinen Bock mehr habe. So. Überhaupt nicht. Nur ich denke natürlich auch jetzt langsam mal daran, es zu beenden. Läuft ja auch schon seit Dezember jetzt. Wollen wir auch gucken, dass es zu Ende geht. Ne? Und deswegen schauen wir, dass wir jetzt langsam aber sicher die Enderperlen kriegen. Gehen zum Enderdrachen, beenden das Ganze, ja. Fürs Erste, mit der ersten Staffel. Wann jetzt die nächste Staffel kommt, nachdem das hier irgendwann dann vorbei ist, ja, wir planen gerade halt verdammt in die Zukunft, ne, das ist ja immer noch Zukunftsgerede hier. Das ist ja nichts, was ich fest geplant habe. Ich weiß selber nicht, mit welchem Part ich das hier beenden werde. Das werden wir spontan gucken. Einfach mal so, schauen, wie es halt läuft, ne. Natürlich werde ich jetzt in der nächsten Zeit immer mal wieder auf die Enderperlen drücken. Aber jetzt nicht so verkrampft da drauf gehen. Sondern immer mal wieder ganz spontan schauen. Ja, ist denn hier ein Enderman? Wie ich das am Anfang der Folge schon gesagt habe, ganz spontan so. Ja. Hoi, sieht ja aus einer ziemlich dunklen Höhle. Was ist das denn für ein geheiligtes Portal? Das schwarze Brett, das ist kein Portal, das ist ein schwarzes Brett. Ah ja. Das hast wahrscheinlich du aufgebaut, oder Jan? Ehrenmann. Jedenfalls, sobald Minecraft Community zu einem Ende gekommen ist, und das wird's in absehbarer Zeit, warten wir auf das große Update, das Neta-Update. Wenn es gekommen ist, überlege ich mir mal, ob ich die zweite Staffel mache oder ein eigenes Let's Play. Also quasi so eine Art Minecraft Wii U oder Minecraft Switch, was ich ja gezockt hatte. So. Ja. Das ist so ein bisschen der Plan für die Minecraft Zukunft, ja, für das Ende und auch dann den Neuanfang von Minecraft Community. Das ist so die Planung. Und ich denke, damit, ich denke, dass hier eine Entscheidung ist, bei der ich auf jeden Fall versucht habe, es so vielen Leuten wie möglich recht zu machen.
denke schon, dass ich dahingehend so wenig anecke wie möglich und sage, hey, ich versuche dieses Projekt hier noch so weit, wie es geht, zu füllen mit Inhalt. Wenn es dann irgendwann vorbei ist, weil es keinen Inhalt mehr gibt, dann gibt es keinen Inhalt. Aber wir haben natürlich noch sehr viel Inhalt in diesem Spiel hier und auch in dieser Welt. Es gibt natürlich noch einige Orte, die ich besuchen möchte. Minen, nicht nur das Enderportal, die Minen, die es hier geben soll in ziemlich großer Menge. Wo mir auch schon diverse Male gesagt worden ist, Kai, geh da hin, so, mach das mal. Und das werde ich auch tun. So, und das soll es auch mit diesem Infotalk gewesen sein. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Eure Meinung zu dem ganzen Thema in die Kommentare bezüglich dem Ende von Minecraft Community und ja, der Verschiebung des der nächsten Staffeln oder dieser Frage, ob denn nach Minecraft Community Staffel 1 direkt Staffel 2 kommen soll oder ein eigenes Let's Play mit halt eben dem brandneuen Update, dem brandneuen Inhalten. Ich rede heute wieder sehr viel um den heißen Brei. Aber ja, meine Freunde, hier und da muss es auch mal sein. Es muss auch manchmal gesagt werden.